Doemens ist im Kern ein Weiterbildungsinstitut und wir bilden technische Führungskräfte für die Braubranche, Getränkebranche, aber auch für die Lebensmittelbranche aus. Unser Sudas ist als Versuchs- und Lehrbrauerei geplant. Das heißt, wir machen ungefähr 3/4 der Sude als Lehrsude für die Schüler und ungefähr 25% sind für die Industrie als Entwicklungssude, Produktentwicklung, Rezepturentwicklung gedacht. Im Projekt bei Doemens hatten wir die Gelegenheit, sehr frühzeitig mit ins Projekt einzusteigen und zum einen Prozesssensorik zur Verfügung zu stellen und zum anderen iolink als Verbindungstechnologie. Die iolink-Technologie wurde dann auch gerade im Bereich des Sudhauses von Doemens selber installiert und in das neue Braumat eingebunden. Die am meisten eingesetzten Sensoren sind die Ventilrückmeldungen, dass ich sehe, ist das Ventil geschlossen, zuverlässig. Die Vorteile der anderen Sensoren, beispielsweise der Leermeldungen, sind, dass ich tatsächlich auch genau erfassen kann, wie leer das Gefäß jetzt ist. Der Strömungswächter, der gibt mir im Prinzip zusätzlich zur Strömung nochmal die Temperatur dazu. Das Wichtige beim Melzen ist vor allem Temperatur und Feuchte. Und für die Temperaturmessung haben wir uns für Sensoren von IFM entschieden, die uns lückenlos aufzeichnen, welchen Temperaturverlauf die Gerste während der Keimung annimmt. Die Gerste muss während der Keimung regelmäßig gewendet werden. Zu diesem Zwecke haben wir Horden, die auf und ab gehen. Und hier setzen wir Näherungsschalter ein, um die Position der Horden genau bestimmen zu können. Neben der Prozesssensorik und iolink haben wir auch einige Signalleuchten zur Verfügung gestellt für dieses Projekt, um den Schülern dort auch die Prozesszustände gut und einfach anzeigen zu können. Wir haben uns natürlich dafür entschieden, dass zwischen Prozessen, wenn hier ein kritischer Wert erreicht ist, dass da bereits die Signalleuchte anspringt. Im Gär- und Lagerkeller sind fast ausschließlich TCCs von IFM verbaut. Das heißt, das sind Temperatursensoren, die sich gegenseitig überwachen. Die haben also noch einen zweiten Sensor mit drin und bei einer gewissen Abweichung geben die dann bei uns Alarm. Also man muss ganz ehrlich sagen, ohne die Industriepartner und deren Unterstützung wäre das gesamte Projekt überhaupt nicht möglich gewesen. Gerade wenn ich an IFM beispielsweise denke, da war von Anfang an eigentlich wirklich ein sehr offener Dialog, welche Messtechnik überhaupt Sinn macht, wie die im Endeffekt dann auch bereitgestellt wird und wo die auch verbaut wird. Und das ist gerade für uns wichtig, denn wir wollen ja unsere Kunden, unsere Seminarteilnehmer nicht nur theoretisch ausbilden, sondern wir wollen denen im Technikum auch den aktuellen Stand der Technik zeigen.